Hallo Slurps und willkommen zurück zu My Time at Sandrock, wo wir gleich mal schauen werden, ob wir Post bekommen haben für den Auftrag, das neue Maskottchen. Erstmal müssen wir hier ein bisschen aufsammeln. Sauber machen, meine ich. Nicht aufsammeln. Okay, ich glaube, das ist sauber. Wir nehmen das direkt mit. Können wir auch gerade rausnehmen. Hier haben wir das Wasser noch. Und ich muss echt nochmal bei Mr. Key vorbeischauen. Bei Mr. Key vor allem. Mr. Key, das ist aus Stardew Valley. Ich bin verwirrt, sorry, Mr. Key hat mich gerade rausgebracht. Wir müssen schauen, ob wir nochmal eine neue Maschine in Auftrag geben können. Ah, Key hat sogar geschrieben. Handwerker, ich habe mir etwas überlegt, was Heidi bei ihrer Unternehmung helfen wird. Aber um das Design fertigzustellen, muss ich einen Kraftkern von einem der Roboter aus der alten Welt studieren. Du kannst ihn in den gefahrvollen Ruinen des verlorenen Paradieses finden. Was für ein cooler Name. Also, das ist deine Aufgabe. Bring mir den größten, den du finden kannst. PS, ich würde ja die Ziviltruppe schicken, aber die könnten einen Kraftkern nicht von einem Tacker unterscheiden. PSS? PS? Postscriptum? Postpartscript? Weiß gerade nicht. Die Roboter versuchen vielleicht, dich zu töten. Postpostscriptum? Post? Ich hatte Latein in der Schule, aber komme am besten Willen nicht drauf. Postscriptum ist PS und PPS? Was soll denn das PSS sein? Post-Tribere Skriptum. Ich weiß es nicht. Zurück. Nächster Auftrag. Hey Slurp, ich habe angefangen, an dem Design für mein zukünftiges Plakat zu arbeiten, aber wie sich herausstellte, Kunst ist schwierig. Also habe ich stattdessen Pablo das Design entwerfen lassen. Kannst du seine Skizze aufgreifen und das fertige Plakat am Bahnhof aufstellen? Mit bestem Dank. PS, Pablo wird dir das Geld in Rechnung stellen, wenn du es abholst, aber keine Sorge, ich werde es dir so schnell wie möglich zurückzahlen. Na dann. Wir gehen auch einmal vorher noch in die Handelsgilde, schauen nach einem neuen Auftrag. Ihr habt mir nochmal geschrieben, wenn irgendwie ein Event ansteht, gibt Mathilde mir. Mathilda? Mathilde? Weiß gerade nicht. Besondere Aufträge, mit der man dann auch Medaillen bekommen kann. Das haben wir auch schon gemacht, meine ich. Also das ist mir auch schon aufgefallen. Aber hier sehe ich jetzt gerade nichts. Haben wir alles vergessen. Kupferbarren, das können wir gerade machen für Heidi. Die haben wir, glaube ich, sogar einstecken. Gehen wir gleich mal vorbei. Liefern die ab. Aber erstmal geht's zu Pablo. Nee, das ist Heidi gerade. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Danke! 205 Golds nehme ich auch gerne mit. Pablo! Ah, du musst hier sein, um die fertige Version von Avios sehr bescheidenem und ganz und gar nicht narzisstischem Entwurf einer Plakatwand abzuholen. Mein Honorar beträgt 500 Gulds. Das zahle ich gerne, gibt es keinen Freundschaftsrabatt, mach es kostenlos, wir machen Werbung für dich. Boah, Freundschaftsrabatt, soll ich mal fragen? Ich finde das aber so ein bisschen, das würde ich im echten Leben nie machen. Sag ja mal, mein Freundschaftspreis ist doppelt so hoch wie der normale Preis, weil wenn die Freundschaft dann an der Dienstleistung scheitert, habe ich wenigstens noch das Geld. Ja, ich koste die Stunde 150 Euro, aber weil wir Freunde sind, 300. Was? Nein, das zahle ich gerne. Einfach so, kein Pfeilchen. Keine Angebote zur Bloßstellung. Oh, dieser Avio hat dir ganz schön zugesetzt, nicht wahr? Sei bloß vorsichtig, denn er ist nicht gerade dafür bekannt, seine Schulden pünktlich zu bezahlen. Aber das ist jetzt nicht wirklich mein Problem, oder? Nein, Dankeschön und achte darauf, dass du innerhalb der Linien malst. Muss ich das noch ausmalen? Tatsächlich, Hartholzstücke muss ich noch. Brauche ich noch. Kriegen wir hin. Und um 18 Uhr können wir in die Mine. Das dauert ja noch ein bisschen. Dann einmal zurück. Hier ist Grace. Oh, hier wird Musik gemacht wieder. Ne, Mathilda erzählt was. Blablabla, bla, bla, Technik ist böse. Ja, ja, wir wissen es. Kann ich kurz blicken? Mein Kind, ich hoffe, dass du, wann immer du dich verloren fühlst, zum Licht schaust, um dich leiten zu lassen. Und wenn du das Licht nicht siehst, komm einfach zu mir. Ich versuche, das nächstbeste zu sein. Das ist doch lieb. Spenden? Für was denn? Geld spenden? Jedes kleine bisschen hilft. Kein Beitrag ist zu klein, um etwas zu bewirken. Vielen Dank für deine Barmherzigkeit. Steht die Spendenbox hier immer?
Was habe ich jetzt eigentlich gespendet? Irgendein Anlass? Irgendein Projekt? Ich weiß es nicht, aber hier sind die getrockneten Sandbären fertig. Mach mal. Avius Plakatwand. Wir brauchen halt Hartholzstücke. Die machen wir, glaube ich, hier. 3 Stück, super. Dauert 3,5 Minuten. Knapp 4. Hier machen wir gerade mal Wasser. Und ich glaube, wir müssten hier auch mal wieder gießen, würde ich was vermuten. Das Wasser war schön mit dir. Aber das ist jedes Mal so intensiv an Wasserverbrauch. Ansonsten können wir den Bus abbauen. Ja, ich will jetzt nicht nochmal abtauchen. Das ist so. Ja, nichts mehr. Ich heb mir die Ausdauer lieber auf für, wenn wir in die Tiefe müssen. In das verlorene Paradies. Von daher will ich jetzt auch gar nicht so viel hier ausgeben. Wir könnten überlegen, ob wir bei Owen mal wieder was essen oder zumindest das Essen kaufen für den Abstieg. Das wäre vielleicht ganz smart. Ah ne, wir wollten ins Museum gehen, um zu schauen, wie weit wir mit der Kamera sind. Das hatte ich noch auf meiner inneren To-Do-Liste stehen. Wie es hier aussieht. Na gut. Einmal zum Museum. Ne, zu Ki. Und dann zum Museum. Es läuft gerade doch hier. Die Haushaltsschleifmaschine. Ich dachte schon, ich habe irgendwie das vergessen zu machen. Was machen wir danach? Fortgeschrittene Werkbank. Ich glaube, da fehlen uns noch Teile. Ich mache mir einfach die primären Juwelen. Die primäre Juwelenverarbeitungsmaschine. Das wäre vielleicht ganz smart. I. Hast du den Kraftkern schon gefunden? Ich warte. Ah, okay. Nein, ich kann auch erst um 18 Uhr da rein. Von daher stress mich bitte. Ich bin nicht gut mit Stress. Stimmt nur so halt. Beim Aufstellen von Gegenständen? Weiter kam ich nicht. Kamera. Mir fehlt immer noch das Kameraobjektiv. Okay. Rest kann ich nicht bauen. Ganz coole Musik. Okay, dann geht's einmal zurück zum Hof. Wir gucken, dass wir die Plakatwand fertig bekommen. Was hier? Ah, Werbung für Jagdmähen. Ansonsten ist hier nichts gerade an Aufträgen, oder? Der Bruch, Gefahr von Loruin, sonst, da wäre ich heute sonst reingegangen. Aber wir gehen heute ins Paradies, von daher gehe ich da jetzt nicht mehr hin. Ah. Soll man nochmal einen Auftrag annehmen? Was kostet eigentlich ein Pferd zu kaufen? Ausleihen. Ich kaufen, nicht ausleihen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Ich kann jetzt auf dem Jagdmehl reiten. Oder auf einem Kamel. Ist halt ultra teuer. 1500 die Woche. Aber ich will es doch kaufen. 511 die Woche. Hä? Bist du sogar besser als das und trotzdem günstiger? Ausdauerverbrauch. Ah, der ist reduziert. Okay. Verkaufen? Du hast kein Reittier. Ja, ich will mir auch keins mieten, sondern direkt besitzen. Von daher muss ich mich da wohl etwas gedulden. Vielleicht brauche ich auch erst den Pferdestall, bevor mir das Angebot gemacht wird, dass ich eins kaufen kann. Hallo Jensen.
Als ich jung war, bin ich etwas gereist, aber erst als Mann habe ich gemerkt, dass mir nicht das Reisen Spaß macht, sondern der Transport durch Maschinen. Ja, Selbstreflexion führt meistens zu sehr vielen Erkenntnissen über einen selbst, mit denen man dann sein Leben etwas mehr genießen kann. Einsammeln? Ah, die Suppentöpfe! Stimmt, die haben wir auch noch auszuliefern. Warten wir gerade noch die halbe Minute? Vielleicht sollten wir das machen. Hier kann ich noch was reinschmeißen. Eine Holzreste für den feinen Herren. Wow, das ist toll. Schade, dass ich nicht am Bahnhof das ausstellen kann. Was schaust du dir denn an? Danke. Danke. Oder was beklatschst du? Das Fischfossil. Du hast durch die Wand mein Fischfossil gesehen. Das ist beeindruckend. Respekt. Drei, zwei, eins. Fertig! Interagieren. Bist du schon hier? Gefälschtes Jagdmehl. Einfache Markise. Bühnenhintergrund. Hä, wo ist denn? Plakatwand. Ah, die muss ich wahrscheinlich gar nicht hier machen. Sondern hier. Ja, genau. Diese Plakatwand, die Avio für seinen Laden in Auftrag gegeben hat, zeigt sein strahlendes Lächeln. Und wo bauen wir das jetzt auf? Ionen. Dün, 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 dün. Hier. Hä? Nee. Ah, ich gebe jetzt mal die Töpfe ab und dann nehme ich mal die andere Mission an. Ich war gerade verwirrt. Lass mal hier wieder Müll aufsammeln. Rede. Grace! Gut gemacht, Handwerker. Danke für deine Hilfe. Gerne. Der Werkstatt 32. Wie viel Ruf haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? Das kann man doch hier einsehen, oder? Ja, wer sind denn Slack und Großkopfwang? Ach so! Ja, hab ich die schon mal gesehen? Ah! Jetzt irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hätte so gern hier das Wasser vor allem. Und hier die Handelsabzeichen. Na gut, Platz 2 ist auch ganz cool, aber das kriegen wir diesen Monat nicht mehr hin, glaube ich. Nicht mit der Einstellung, Slurp. Arthur-Stil. Ich mach mir die nochmal. Jetzt gucken wir aber erstmal nach der Plakatwand. Dann machen wir die Hartholz-Stiebe. Vielleicht noch ein bisschen Hartholz einsammeln ansonsten. Aufbauen. Wirklich sehr bescheiden. Beide Stare. Aha, es ist perfekt. Sieh dir die Erhabenheit an. Ich kann meinen Blick gar nicht abwenden. Ich sehe so freundlich und einladend aus. Genau. Lurp, du bist fertig. Erstaunlich. Mein Entwurf, deine Handarbeit und Pablos Feinschliff. Es ist absolut perfekt. Mein Laden wird bald die nächste Stufe erreichen. Verstehst du? Die nächste Stufe wie Treppenstufe. Bei den Treppen. Treppen haben ja Stufen. Ah, übrigens. Wie viel hat Pablo verlangt? 500 Gold. Ah, Mist, ich habe vergessen, es zu sagen. Feilsche immer mit Pablo. Er erwartet das. Es ist Teil des Spiels. Ach, verdammt. Nun, das ist schon in Ordnung. Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, denk einfach, was würde Avio tun? Trotzdem danke. Ich zahle es dir zurück, sobald ich kann. Der Ladenbesitzer und der Werkstattbesitzer. Was macht ihr zwei hier? Ihr denkt doch nicht etwa daran, irgendwo hinzureisen, oder? Bei so viel Arbeit, die erledigt werden muss? Frau Pastoren, hallo. Wir haben gerade dieses schöne Plakat bewundert, das unser Freund Slurp hier gemacht hat.
Eine Werbetafel? Lass mich mal sehen. Ja, sehr schön. Aber du weißt schon, dass es für neue Bauten ein Antragsverfahren gibt, oder? Niemand steht über dem Gesetz, Avio. Falls du es vergessen hast, jeder Bau auf öffentlichem Grund muss zuerst über die Handelsgilde mit einer Antragsgebühr eingereicht werden. Danach wird der Antrag an das Rathaus geschickt, wo Heidi und ich... Richtig, richtig, Antrag und die Gebühr. Zu diesem Thema. Du tust gut daran, mich nicht zu unterbrechen, Junge. Wie ich schon sagte, arbeitet Heidi mit mir zusammen und kümmert sich um die Anträge für Bauten. Aber soweit ich weiß, gibt es hier keinen Konflikt mit dem Bebauungsplan. Uff, haha, weißt du, alter Knabe? So wie du geredet hast, hört es sich an wie... Allerdings. Hä? Da ist noch die Sache mit der Anmeldegebühr, die du so geistesabwesend umgangen hast. 500 Ghouls. Andernfalls muss die Stadt diese bescheidene Kreation von dir leider wieder abreißen. Ja, aber natürlich, ich würde nicht im Traum daran denken, mich um die Bezahlung einer solchen gültigen und offensichtlich sehr notwendigen Dienstleistung zu drücken. Lass mich nur kurz mit meinem Partner unter vier Augen sprechen. Wie du dich vielleicht erinnerst, bin ich immer noch ein bisschen klamm. Außerdem habe ich keine 500 Golds bei mir. Aber mach dir keine Sorgen, ich habe einen Plan. Lass uns Miguel davon überzeugen, das Schild da zu lassen und mir ein paar Tage Zeit zu geben, um das Geld aufzutreiben. Okay, ich stehe hinter dir. Super, also gut, folge einfach meinem Beispiel. Was gibt es da zu diskutieren? Das ist nicht gerade das, was ich ein kompliziertes Thema nennen würde. Pastor, die Sache ist die, für einen kleinen Laden wie meinen sind 500 Golds ein ziemlicher Batzen. So viel verdiene ich nicht einmal an einem ganzen Arbeitstag. Können wir das Schild stehen lassen und ich kann die Gebühr nach ein paar Tagen bezahlen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich irgendwo hingehen würde. Du kannst meinen Laden von einer Kirche aus sehen, oder? Und ich meine, wer weiß, vielleicht sehen ein paar Touristen das Schild und steigen aus dem Zug. Das Schild könnte sich innerhalb weniger Tage bezahlt machen. DS1 Sandrock braucht diese Werbung. Ah, das ist so ein bisschen sehr forsch, oder? Bei den Treppen verdiene ich... Ich kann für Avio bürgen. Ich muss zugeben, euch junge Leute so vereint zu sehen, das erfüllt einen mit Hoffnung. Gut, ich nehme an, dass dieses Gesetz ursprünglich mit der Absicht geschrieben wurde, den Handel in Sandrock zu verbessern, nicht ihn zu behindern. Du hast 3 Tage Zeit. Ich werde das Rathaus informieren. Wunderbar, danke, Pastor. Du bist so versöhnlich, genau wie deine Religion es dir vorschreibt. Ich bewundere diejenigen, die das, was sie predigen, auch praktizieren. Ja, ganz genau. Aha, das lief gut, würde ich sagen. Danke für deine Unterstützung. In ein paar Tagen werde ich diese dumme Gebühr bezahlt haben und ich werde mich auch bei dir revanchieren. Uff, endlich. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Einiges von dem, was ich gesagt habe, ist übrigens wahr. Ich glaube, dass sich diese Plakatwand in kürzester Zeit bezahlt machen wird. Gut, ich werde mit Jensen darüber sprechen, wann der meiste Betrieb herrscht, damit ich mich auf die Menschenmassen vorbereiten kann. Nochmals vielen Dank, Slurp. Cool. Und 350 Golds bekommen. Ein Teil hat er also schon zurückbezahlt. Stark. Wir haben jetzt 14.22 Uhr. Ich mache dir Hartholz-Deal. Hier, glaube ich. Jawohl. Und wir sollten noch mal ein bisschen... Ah, das... Warum hast du jetzt nur eine? Haut doch drin. Achso, weil ich eine schon einstecken habe. Hahaha. Ich hätte fast Hartholz verschwendet. Also nicht verschwendet, aber... So kann ich es mir schenken, um ein neues abzubauen. Weil ich weiß nicht, wie viel Ausdauer ich halt noch brauche für später. Brach ja und verbrauchte direkt Ausdauer. Aber das ist okay. Ich muss auch immer noch mal schauen, wo ich den anderen... Wasser ist leer. Nee. Und ich hab nichts mehr, oder? Ich hab den Rest alles... Oh Gott, ich muss Wasser kaufen, Herr Burgess. Oh, wie ärgerlich. Hier nehme ich die Sandbeeren gerade noch mit. Oh, ich hätte doch nicht die Pflanzen gießen sollen. Ich hab gedacht, wir haben noch viel mehr Wasser drin. Besteht hier mehr Wasser? Wegen mehr und mehr Wasser.
Nämlich gerade wie Avio, der auch mal seine Witze erklären muss, wie es scheint. Einmal hier Wasser kaufen. Hier. Oh Gott. Ja, das kriegen wir hin. Wollen wir mal 10 kaufen? Wir haben echt gerade viel Kohle, das ist gut. Dün, 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 dün. Dann einmal Wasser auffüllen. Und dann ist ja schon bald 18 Uhr. Anpassen. 51% wieder. Super. Dann könnt ihr alle arbeiten. Boah, vielleicht noch mehr Tausammler. Haben wir dafür alles? Leder brauche ich noch mehr. Und Steintröge. Steintröge kann ich hier machen. Davon haben wir mehr als genug. Leder. 2 Stück. Also muss ich nochmal Jagdmehls jagen. Nee. Brauche nur noch ein Leder. Eins habe ich. 2 habe ich noch einstecken. Sehr gut. Nee, Quatsch. Das ist ja automatisch gemacht. Unangenehm, da fehlt mir doch noch eins. Also nochmal unbehandelte Tierfälle. Davon kann ich aber nichts mehr herstellen. Ne, dann erst Jagdmehls jagen. Vielleicht kriege ich das aber sogar noch hin. Bevor ich in die Tiefe muss. Dann können wir nämlich schon gucken, dass die morgen früh direkt Wasser sammeln. Ah, cool. Dürfte sogar schon reichen. Nehmen wir den auch gerade noch mit. Dann schnell zurück. Nella! Wir haben doch nicht so viel Zeit. Umwandeltes Tierfell, zack, Leder, einmal, zack. Ups, falsche Taste. Aufnehmen, danke. Pack dich mal hier hin. Sehr gut. Und jetzt geht's in die Tiefe. Habe ich jetzt noch genug Platz in meinen Taschen? Ja, sieht gut aus. Sortieren. Super. Super. Würde Frankie bei One Piece. Super. Wie komme ich jetzt da hin? War das hier unten? Ich glaube, ich muss hier um die Ecke. Bin mir nicht ganz sicher. Ist das hier jetzt? Nee. Da oben. Wie komme ich denn da hin? Hätte ich mir vielleicht früher mal Gedanken machen sollen. Weil hier kann ich ja nicht lang. Muss ich doch über Yofala Salvage da rein? Ah, das war der Eingang an der Seite, oder? Mit dem, wo früher der Freizeitpark war, dieses Lost Paradise. Ich glaube schon. Ah, Mist, ich hoffe, ich bin jetzt nicht viel zu spät. So, man kann da noch rein. Ah, die Folge ist ja schon 25 Minuten lang. Wie lange jetzt das noch dauert? Hilfe. Vielleicht möchte ich gerade gar nichts. Ich glaube, der Eingang war da um die Ecke tatsächlich, wo ich vorher die Jagdmails gejagt habe sogar. Hier.
Ich habe direkt daneben gestanden. Oh, wie ärgerlich. Hallöchen, Slurp. Du musst in diese Ruine kommen, was? Nun Mist, ich würde dich ja gerne vorbeilassen, aber du weißt ja, was passiert ist, als wir das letzte Mal die Regeln ein wenig gedehnt haben. Und Mian schleicht sich jetzt einfach rein. Superhandwerkerin Mian. Hey Leute, ich habe gesehen, dass die Tür kaputt ist. Also, ihr kennt mich. Ding, ding, ding. Sie ist repariert. So gut wie neu. Die ist auch cool, die Mian. Du hast gerade das Protokoll verletzt. Wie lautet der Plan, Sheriff? Hä? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe nichts gesehen. Wow, was sagt man dazu? Die Tür hat sich selbst repariert. cool. So einfach kann man das regeln. Versuch einfach so schnell wie möglich hier runterzukommen. Das war cool. Da gab es coole Sachen. Sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Kupferplatte, Eisenschrott, perfekt. Hier lang? Nein. Ist das hier jetzt? Treten? Muss doch ganz darunter. Machen wir es einfach mal so. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss hier durch. Verzeihung. Verzeihung. Ich bin auch gleich fertig. Verzeihung. Verzeihung, Verzeihung. Den Paradiesweg betreten, empfohlene Stufe 15 bis 18. Ja, easy. Okay. Das sieht ja cool hier unten aus. Sehr gespannt. Müllberg. Hallo. Wo muss ich lang? Müllberg. Hier hoch. Das ist jetzt eine größere Mission. Ich hoffe, es gehen jetzt keine 40 Minuten hier dran. Trotter. Was ein schönes Wort. Trotten. Müllberg. Will ich jetzt viel kämpfen? Lohnt sich das? Erkunde die Ruinen des verlorenen Paradieses, seltsamer Saft gern. Aua! Muss ich hier einfach alles aufsammeln und finde dann den Kern? Der Kraftstein? Ich nehme an, dass ich irgendwie den Endboss erst besiegen muss, bevor der auftaucht. Aber gut, wir gucken uns einfach mal um. Kiste. Kartendisks. Das sind so viele Müllberge, das würde mich doch sehr wundern, wenn das jetzt Zufall wäre. Medizinflasche. Graphit. Da komme ich da hoch. Sieht irgendwie aus, als müsste ich da hoch. Aber anscheinend von der anderen Seite. Ah ja. Was gibt's hier? Orangefarbener Einkaufszentrumschlüssel fehlt. Okay. Stahlstangen. Nice. Boah, knapp. Cool.
Ich würde aber fast sagen, wir machen an der Stelle mal eine kleine Pause. Und machen hier morgen weiter und erkunden morgen in aller Ruhe die Ruinen hier weiter. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.